So Leute, willkommen zurück bei den glorreichen Affen. Satoru, hör bitte zu. Wird Westkit, ha? Ich importiere die Charakterdaten in deine Morph-Uhr. Darf ich vorstellen, Wild West Kid. Wild West Kid verwendet einen Revolver und kann im Laufen schießen. Übe zuerst einmal in der Trainingszone. Nein. Zur Trainingszone gehen? Nein. Freu dich. Tja Leute, das heißt, wir haben jetzt mal wieder eine neue Charakterdaten-Sachen-Kacke sowieso und so bekommen. Wir können uns jetzt in Wild West Kid verwandeln. Den Schrecken des Wilden Westens. Oh yeah. Das werden wir hier auch brauchen, wie ihr seht. Oh ja. Wild West Kid. Aua. Tja, soviel zu dem. Tja, und wir schießen jetzt unser Netz ab. Was prinzipiell sehr praktisch ist, wenn ich mal treffen würde. So viel zu Danby. Haben wir noch irgendwas? Nein? Okay. Was? Okay. Ist auf alle Fälle eine sehr schöne Welt. Aua. Aber ihr schießt zu viel meiner Meinung nach rum. Ja, super. Kicks. Kicks! Ah, Rettung. Gerettet durch Kicks. Ha. Ja, das ist manchmal ein bisschen gefährlich hier. Wenn man mich fragt zumindest. Ah, Kekse. Kekse. Puhu. Ab in den Saloon. Was haben wir denn da so? Blöder Sack, hör mal. Rookie the Kid. Gott, verdammt nochmal. Das war Hex. Ja, keine Ahnung, wer Hex sein soll, aber Uki the Kid kann dann schon wiederum Leuten doch eher ein Begriff sein. So, was haben wir hier? Kronleuchter bewegen, okay. Weiter, 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 immer weiter, immer weiter, immer weiter, ja, sind. Du darfst dich nun zurückdrehen, um mir den Weg zu ebnen. Schwer, nicht gegen Kette zu rennen. Drang gegen Kette rennen zu wollen, so stark, kann nicht widerstehen. Oh, ein Goldstern sogar. Ne, zwei Goldsterne. Nikoda Boss. Was zum? Ach, das Bild einer hübschen Affendame. Haha. Das müsste es im Salon gewesen sein. Ja. Ab geht das wieder zurück in die Schlacht. Oh ja. Natürlich nehmen wir sowas auch noch mit. Sonst nichts, ha? Huh? Aus unserem Marak. Wow. Wow, aua. Uncool. Sehr uncool. Hilfe hier. Okay. Du entkommst mir nicht. Oh mein Gott. So viel dazu, Mambo. Ich finde es auf alle Fälle sehr schön, dass die ganzen, Verwandlung ihr eigenes Team haben. Das ist sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Macht Laune. Da kann man sich auch ruhig mal was einfach irgendwo rein verwandeln,
um einen anderen Soundtrack zu lauschen. Und viel zu dem. Kleinen Teleport. Hoppala. Ich muss wohl einen Schalter getroffen haben, auch nicht schlecht. Dabei müsste doch da irgendwo noch ein Affe rumrennen, oder? Hätte ich jetzt gedacht, so vom Ton her. Ich sehe aber keinen. Da muss aber einer gewesen sein. Irgendwo hier? Affe? Affe? Abgesehen von dem, da komme ich nämlich nicht dran, oder zumindest meine ich das hin. Da. Aua. Komm, verdammt nochmal. Sehe nichts. Nichts sehen ist schlecht. Besonders wenn Affen Revolver haben. So, okay. Was, okay, Mambo. Ja, von mir aus. Von mir aus auch okay, Mambo. Da ist eine Kamera und davor sitzt ein Affe. Ich muss erst die Kamera betätigen. Muss Film drehen. Immer die gleiche Umgebung. Film abgeschossen. Film nicht möglich, weil Affe hat mich bemerkt. Ja, Margarete. Margaret. So, was hat... Oh ja. Verdammt nochmal hier. Nein, meine schönen Sachen. Ach ja, wenn man hier runterfällt, instant death. Nicht gut. Sollte man nicht tun. Ich hasse es, wenn ich den zuerst so angreife. Ich hasse es. Warum tue ich es dann eigentlich? Verdammt nochmal, sollte man mich... Bananenschein, super. Old Sheriff. Huh. Wow. Nicht gut, diese Dinger könnten mich treffen. Nicht gut, dass ich jetzt unten rumkraxe hier. Naja. Geschnappt habe ich den Highway erstmal auf alle Fälle trotzdem. So uncool es auch am Ende dann trotzdem aussah. Ich habe ihn erwischt. Ist doch jetzt nicht dein Ernst, Manuel. Ist da noch einer? Ne? Ach du Heiliger. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Nein! Wo ist der gelandet? Ach, da oben drauf. Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Ah, komm schon, geh um die Ecke. Okay, einmal das Schild vorbeikommen lassen, der wird sowieso so bleiben. So, da ist ein Dach. Nochmal das Ding vorbeikommen lassen. Sehr gut. Zack! Gruß Samuel! Die glorreichen Affen. Schnee von gestern. Ich weiß. Danke sehr. Aha, fang den blauen Affen. Oh, das könnte ich noch in Zeitlimit reinkriegen. Vielleicht, ich weiß es nicht.
Suchst du vielleicht nach mir, Junge? Hör lieber auf, den Sheriff zu spielen. Denn ich ziehe hier im Westen am schnellsten. Ach ja? Sag wer? Du glaubst mir nicht, Junge? Wenn ich dich besiegt habe, werde ich morgen ein Star sein. Und dann? Bitte ich Rosa um eine Verabredung. Und dann? Junge, das ist ein Duell. Wenn die Spieluhr aufhört, beginnt unser Kampf. Sehr geil inszeniert, wie ich finde. Los geht's. Die goldenen Regeln eines Revolten. Tja, wirklich schwer ist er jetzt nicht. Ja, mich fragt. Auch wenn er mich jetzt. Wie hat er mich jetzt überfahren? Nein, da war ein Keks. Also er kann nicht wirklich viel, es ist halt so. Oh, Kekse. Könnte man auch sehr gut Geld scheppeln, wenn man es mal genau benimmt. Ist ja gerade sein Ding schon zum Teil explodiert? Meine Güte. Halt zusammen im gelben Bereich. Aua. Was, du lässt lieber als ein Mann stehen? Aua. Auf mich zu überfahren. Mein Gott hier. Ja, im Prinzip. Man kann jetzt gezielt nach ihm suchen. Wenn du im Rumballern geht aber auch. Geht sogar ziemlich gut eigentlich. Wenn ich mal was... Ja. Ja, das ist ein bisschen doof. Jetzt habe ich keine Kopfhörer dafür zum random rumballern. Wow, was zum Teufel? Tatsächlich, da wir Bomben. Was ein Sack. Aua. Na, na, na. Wieder so rumrennen. Verdammt nochmal. Ja. Bleib liegen. Jetzt reicht's. Das wird ein Duell. Ach, ich dachte, das ist schon ein Duell. Ich zähle. 3, 2, 1. Los. Okay. So viel dazu. Obwohl. Na. Zack, der blaue Apfel ist mein. Oh ja. Ach ja. Sie haben den blauen Affen. Was geschieht hier, Tomuki? Keine Angst, Spectre. Der Äther wird noch immer von unserem Signal beherrscht. Ja, stimmt. Und 3 der verrückten 5 Affen sind übrig. Die Menschen schaffen es nicht auf die nächste Stufe. Gute Arbeit. Ich weiß. Wie wohl die anderen goldenen Regeln des Revolverhelden lauteten? Tja, wer weiß das schon. Ich werde jetzt hier einen Schnitt einlegen, Leute, wie immer. Denn ihr seht ja, meine Videozeit ist natürlich immer sehr begrenzt. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Ape Escape mit mir, dem Kommentator. Auf Wiedersehen und tschüss.